Wie kannst du beständig Lebensfreude fühlen? In meiner Erfahrung kann ich beständig Lebensfreude fühlen durch meine spirituelle Praxis, durch meine Yoga-Praxis, Meditation und Körperübungen und verschiedene andere Praktiken. Denn was heißt Yoga? Yoga ist jetzt nicht diese Körperübungskultur, die wir vielleicht kennen, so im Yoga-Studio. Yoga bedeutet Vereinigung. Und die Praxis, die dazu führt, dass du dich vereinigst, dass du Einklang in dir fühlst, das ist die Essenz der Yoga-Praxis. Dass deine Taten im Einklang sind mit deinen Worten und mit deinen Gedanken, mit deinem Willen, dass du das tust, was du auch wirklich willst, dass dann Einklang ist und das, was du willst, im Einklang ist mit deinem Gewissen und das im Einklang mit deiner Seele. Diese Praxis wird Yoga genannt. Und die Hauptpraxis des Yoga ist die Meditation. Also ich kann meine Lebensfreude beständig fühlen durch die regelmäßige Praxis der Meditation. Und das bedeutet, dass ich mir Zeit nehme und meine Gedanken und meinen ganzen Geist auf mein wahres Selbst, auf das glückselige Bewusstsein in mir ausrichte. Und aus dieser Praxis heraus kommt dann eine nächste Praxis und das ist die Praxis der Gedankenlenkung, des Wiederholens von bestimmten Gedanken. Bevor ich eine Handlung tue, erinnere ich mich daran, dass hinter dem Objekt, zum Beispiel der Frucht, dem Apfel, den ich esse, dass da mehr dahinter steckt, dass da ein Leben dahinter steckt, dass da eine Feinheit dahinter steckt. Eine Praxis, bei der ich mir vergegenwärtige, zum Beispiel, wenn ich mit jemandem spreche, jetzt zum Beispiel mit dir, oder ich schaue jetzt in die Kamera, dass du mehr bist als der Körper, den ich jetzt sehe oder höre. Dass da eine feine Energie dahinter ist, dass da ein Geist dahinter ist, dass da ein Bewusstsein dahinter ist. Und mit dieser Praxis der beständigen Erinnerung an das Feine, an das Ursächliche, das hilft mir, mit meinem Feinen und mit meinem Ursächlichen in Verbindung zu bleiben. Und dann spielt ja auch unser Körper eine große Rolle. Die Körperübungen im Yoga führen dazu, dass wir unser Drüsensystem, und das heißt, dass wir unsere Hormone lenken, dass wir sie harmonisieren. Und das führt zu gelenkten, harmonisierten Gefühlen und Emotionen. Und es ist wirklich so in meiner Erfahrung, dass ich allein durch diese Praxis, wann immer ich sie ausübe. Nochmal, wann immer ich sie ausübe, Lebensfreude fühle. Denn die Lebensfreude in dir, dieser Lebenswunsch, dieses Gefühl des Lebens, das Lebendige, die Seele in dir ist immer, immer präsent, ist immer da. Und so durch diese Praxis kannst du dich immer wieder mit dieser Quelle, mit diesem Wesenskern in dir verbinden. Und wenn vielleicht Gedanken kommen und Gefühle, die diese Lebensfreude etwas reduzieren oder einnebeln, dann kannst du das einfach als ein Zeichen sehen, oh,
hier habe ich mich jetzt entfernt von meiner tieferen Wahrheit und das ist die Lebensfreude. Praktiken wie zum Beispiel, wenn ich am Morgen aufwache, bin ich so dankbar und glücklich, dass ich jetzt das wieder erleben kann, meine Augen öffnen kann, die Welt wieder erleben kann. Und dann mache ich ein paar Sachen und dann beginne ich den Tag mit Mantra singen und Meditation. Also ganz praktisch ist in meiner Erfahrung die Art und Weise, beständig deine Lebensfreude zu fühlen durch beständige, regelmäßige Praxis, die dich mit deiner Lebensfreude verbindet. Dazu lade ich dich ein. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, weißt du ja, kannst du uns gerne kontaktieren. Ich danke dir.